Moin, herzlich willkommen hier bei Johns MOBA und heute besprechen wir die Märklin Neuheiten 2022, vorgestellt am 18. Januar auch in einem schönen Video von Märklin, das habe ich euch natürlich unten drunter auch nochmal verlinkt. In diesem Video sprechen wir eher über die Sicht eines Kunden auf das ganze Thema, was aus meiner Sicht empfehlenswert ist, wo man gegebenenfalls vielleicht auch darauf verzichten kann und was ein absolutes Highlight im kommenden Jahr wird. Meine Einschätzung in diesem Video, wir werden primär über das Thema H0 erstmal sprechen. Das sind auch die überwiegenden Neuigkeiten hier drin. Es ist auch noch ein bisschen Spur 1 und Spur Z dabei. Man muss aber sagen, der Katalog ist lang. Der ist diesmal wirklich lang. Aus diesem Grund, ich würde euch empfehlen, ladet euch am besten auch den Katalog mal runter, entweder aufs iPad, auf dem Computer, wo auch immer. Dann könnt ihr parallel auch mal ein bisschen durchblättern, was wir uns hier so angucken. Das ist auf jeden Fall die Startseite, mit der geht's los. Link ist unterm Video. Und da haben wir auch schon mal das erste Insider-Highlight. Die meisten von euch werden es schon gesehen haben. Die ganz, ganz große Stromlinien-Lok. Tatsächlich, auf der ersten Seite ist hier so ein kleiner Tipp, dass man auch Radsätze wechseln kann, beziehungsweise der Händler das kann. Eigentlich ein ganz netter Start mal. Und jetzt geht es schon extrem los. Also wenn wir uns mal hier die linke Seite, beziehungsweise das ganze Thema Inhalt angucken, seht ihr, da sind eine ganze Menge Seiten drin. Und zwar haben wir 143 Seiten hier, wenn wir mal die Insider-Club-Anmeldung mitzählen. Und das ist ja nur der Neuheitenkatalog. Das ist nicht das Gesamtprogramm in diesem Sinne, sondern wirklich nur die Neuheiten. Insofern müssen wir bei manchen Sachen, glaube ich, ein bisschen Gas geben, dass wir bei 143 Seiten auch ordentlich durchkommen. Wir haben von der Reihenfolge her am Anfang die Märklin-Händler-Initiative, dann haben wir MyWorld, dann haben wir Startup, dann haben wir H0, H0-Replika, Spur Z, dann Märklin und Märklin, also Märklin Spur 1 und Märklin Spur 1-Replika und dann haben wir noch Museumswagen. Aber die H0-Dinge machen hier tatsächlich die ersten 105 Seiten ungefähr aus. Also durchaus so zwei Drittel ungefähr. So, und wenn wir dann mal weiter gucken, geht es hier schon so ein bisschen braun los. Und zwar gibt es bei MHI, also der Märklin-Händler-Initiative, ja in den letzten Jahren öfter solche Retro-Modelle. Letztes Jahr gab es ja den Schienenzeppelin, da gibt es auch ein Video auf dem Kanal hier, aber auch viele andere. Und diesmal gibt es eine Elektrolokomotive der Baureihe E424 aus Italien. So sieht die aus. Von der Farbgebung her tatsächlich jetzt gar nicht meins, soll aber ein Märklin-Klassiker sein, also auch mit einer entsprechenden Verpackung von damals. Man sieht jetzt hier auf den ersten Blick schon, das ist natürlich jetzt ein Unterschied zu dem Schienenzeppelin, dass die Detaillierung wirklich nur minimal ist, also dass man hier das Modell aus den 60ern tatsächlich übernommen hat. Man kann nicht reingucken, die Fenster sind blind, es ist ein sehr grober Rahmen. Also das ist tatsächlich wirklich nur gedacht, wenn man den Klassiker haben will. Es gibt auch eigentlich keine Funktion. Also hier steht quasi zeitgemäß mit Digitaldecoder MFX. Aber das Einzige, was ich hier als Funktionbeschreibung sehe, ist jetzt Spitzensignal. Also ihr könnt das Licht an- und ausschalten. Ist jetzt nicht unbedingt so der Brecher. Der Preis 279. Ja, das Thema Preise, bevor wir weitermachen. Ich habe ja in den letzten Vorstellungsvideos von den Katalogen immer sehr auf dem Thema Preise mich bewegt. Und ich glaube, das lassen wir heute mal ein bisschen weg, weil wir wissen inzwischen alle, Märklin ist ein teurer Hersteller. Also wer eine günstige Modellbahn sucht, ist, glaube ich, bei Märklin jetzt auf der falschen Seite dann. Die Frage ist ja, was bekomme ich für mein Geld? Und das ist auch eine sehr individuelle Definition natürlich immer. Man muss jetzt sagen, es gibt ja ganz, ganz viel Informationen, habt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, schon bei YouTube oder sonst wo gelesen, alles wird teurer. Rohstoffe werden teurer, Transportkosten werden teurer und so weiter und so fort. Und das betrifft natürlich auch einen Hersteller wie Märklin. Insofern finde ich die hier angegebenen Preise unter Berücksichtigung dieser Preisveränderung, Preissteigerung, da kommen nicht mehr natürlich ganz so schlimm wie letztes Jahr. Auf der anderen Seite, man kommt nicht günstig davon. Also ich glaube, das können wir uns tatsächlich abschminken. Also 279 für die braune Lok.
Und es gibt dann noch ein passendes Wagenset dazu, das seht ihr dahinter. Und dann könnt ihr da so einen Gesamtzug draus machen. Also ich glaube, hier sieht man auch nochmal, wie wenig Details eigentlich diese Lok dann hat. Ja, und das Wagenset, 4 Wagen, 169, auch im Endeffekt in solchen alten Retro-Kartons, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Nee, tatsächlich nicht in Retro-Kartons. Ja, und was man hier auf den ersten Blick schon sieht, also ihr müsst es haben wollen. Das sind solche sogenannten Tinplate-Waggons. Die sind unglaublich wenig detailliert, aber mit einem Metallwagenkasten. Und ja, also ihr müsst es aktiv haben wollen. Sonst ist das für euch wirklich gar nichts, dieses Set, weil ihr, glaube ich, enttäuscht sein werdet im Vergleich zu anderen Dingen. Es gibt dann, aus meiner Sicht aber schon das erste und vielleicht auch wirklich tatsächliche Highlight dieses Jahr. Und zwar ist das diese schöne Lokomotive. Und die ist ab Werk mal so richtig krass gealtert. Also so optisch, aus meiner persönlichen Beurteilung, ist das ein Sahnestück, diese Baureihe 065 hier. Und die hat die kompletten Beleuchtungsfunktionen, die kompletten Soundfunktionen. Sie hat eine Führerstandsbeleuchtung. Der Rauchsatz ist serienmäßig eingebaut. Bin ich ja auch immer so ein Freund von, weil ich mich frage, warum ist das nicht bei allen Lokomotiven so? Und das Ganze jetzt für 449 ist nach der Definition von Märklin, auch wenn ich mir die Preise vom letzten Jahr angucke, ein Normalpreis für eine Dampflokomotive, wenn sie neu ist bei Märklin. Also brauchen wir uns jetzt nicht drüber aufregen, ist das teuer, ist das günstig bei Pico oder so, kommt ihr jetzt mit dem Funktionspaket auch nicht unbedingt günstiger weg, meistens vielleicht sogar eher teurer bei anderen Herstellern. Und ich finde, die mit den Alterungen hier sieht die richtig, richtig schick aus. Also das ist die Nummer 39651, die bekommt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, die, wenn es die denn irgendwann gibt, dauert ja immer so ein bisschen hier, wird die hier auf jeden Fall auf den Kanal kommen. Dann gibt es passend dazu ein Wagenset. Und zwar sind das hier diese 4 Dreiachser. Und dann gibt es einen Steuerwagen, der ein normaler Personenwagen ist. So, wir haben also für die Lokomotive 449 und wir haben jetzt hier nochmal 400 Euro, also 399 UVP für diese Wagen. Allerdings, und das ist jetzt aus meiner Sicht schon wieder positiv zu bewerten, haben diese Wagen alle Innenbeleuchtung, angeblich warm weiß, wird der Test dann später zeigen. Sie haben serienmäßig einen Digitaldecoder mit Geräuschfunktion in dem Steuerwagen. Und da man das Set ja mit allen 5 sowieso zusammenbekommt und dann aneinander koppelt, ist es so, dass der Steuerwagen den ganzen Wagenverband eben mit Strom versorgt. Und der hat also serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung, Digitaldecoder mit MFX-Geräuschfunktionen, Spitzenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, trennbare stromführende Kupplungen, digital schaltbar, also auch das kann man machen, Innenbeleuchtung des gesamten Wagenverbands über den Decoder im Steuerwagen digital schaltbar. Das finde ich schon ganz cool, weil das gibt zusammen mit der Lokomotive ein wirklich Komplett-Set und hat aus meiner Sicht dann auch Hand und Fuß. Ob das dann zusammen 850 Euro UVP wert ist, müsst ihr für euch selbst beurteilen. Aber vom Inhaltlichen her ist das so, wie ich mir das inzwischen vorstelle, als jetzt quasi Digitalliebhaber und Funktionsliebhaber bei Modellen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Dann gibt es hier als nächstes was, das ist jetzt für mich persönlich nicht so super spannend, aber vielleicht für denjenigen, der sich so mit dem Thema Bau, Gleisbau beschäftigt. Und zwar gibt es hier so verschiedene Seitenkippwagen. Da müssen wir mal gucken, jetzt seid ihr abgestürzt. Ui. Ja. Das funktioniert noch. Also, es gibt verschiedene Seitenkippwagen. Einmalseits von der Firma Wiebe und einmal, nee, beides von Wiebe, einmal in Gelb und einmal in Braun. Kosten 2 Stück 119, also 60 pro Wagen de facto zahlt ihr hier. Ja. Ist gedacht als Anhänger. Und jetzt wird es spannend für diese schöne 320-01 in Wiebe-Design auch. Die kostet auch 469 und so, was hat sie denn? So bewegliche Lüfterräder, paarweise digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung, Maschinenraumbeleuchtung, Spielewelt-Decoder mit vielfältigen Licht- und Soundfunktionen,
So, was fehlt jetzt hier bei einer Lokomotive in der Größenordnung und Preiskategorie aus meiner Sicht, ist das, wenn man denn sowas mag, der Rauchgenerator. Also ESO verbaut sowas ja in der Preiskategorie. Aber in Gelb mal was anderes. Und ich finde die V320 ist auch eine coole Lokomotive. Also wenn das so für eure Anlage passt. Ich glaube, mit der macht man jetzt auch nichts falsch. Man hat ja auch immer einen Anwendungsfall dafür, wenn man überall mal Gleise bauen kann. Dann gibt es hier ganz alleine einen Zirkuswagen mit diesem kleinen Kombi und dem Bauwagen drauf dort. Von dem Zirkus Busch, das ist der Zirkus quasi der DDR gewesen, wenn ich das jetzt richtig genau... Staatszirkus der DDR war der Busch-Zirkus. Und da gibt es später noch mehr. Also da verstehe ich die Logik von dem Katalog nicht ganz. Das ist jetzt hier quasi ein Wagen, den gibt es einzeln für 72,99. Das ist eine Ansage. Obwohl man jetzt natürlich sagen muss, man hat einen Herpa, PKW und einen kleinen Wagen dabei. Aber trotzdem 72 ist schon, die Preise gehen hoch. Ja, so ein normaler Güterwagen wie dieser Saba-Güterwagen hier, der kostet jetzt 37 im UVP. Aber ich bleibe schon wieder so bei den Preisen hängen. Hören wir damit auf. Vielleicht eine Sache zum Thema Preise noch, bevor wir aufhören. Bedenkt dabei, die Preise gehen ja nicht nur für Märklin als Hersteller hoch, die Preise gehen auch für den Händler hoch. Das heißt also bei dem, was wir hier sehen, wenn wir sagen, eine Lok 449 ist jetzt normal wie in den letzten Jahren auch, bedeutet das, dass vielleicht selbst wenn Märklin die Herstellungskosten nicht erhöht hat, hat euer Händler höhere Kosten, euch das bereitzustellen im Endeffekt. Bedenkt das einfach im Hintergrund. Das heißt also, die Gewinnmarge wird natürlich da niedriger, wenn du plötzlich das Doppelte für die Heizung und für den Strom quasi bezahlst als Händler. Also insofern, eine Preissteigerung im UVP kommt eben nicht nur dem Hersteller zugute, sondern der gesamten Lieferkette. Das immer im Kopf behalten. Ja, und bevor wir jetzt mal hier zu weit im Reden weitermachen, also es gibt hier so wieder so Schuko-Modelle. Aus meiner Sicht jetzt persönlich finde ich da nichts, was mich so richtig vom Hocker haut hier. Was noch ganz niedlich ist, ist hier der kleine VW-Bus mit der Modellbahnanlage als Märklin-Werbemodell. Ich glaube, den kann man ganz cool irgendwie so vor den Bahnhof stellen oder so. Und dann gibt es aber hier passend noch zu dem Zug von eben ein Bagger und VW T5 von Wiebe mit ein paar Leuten. Das passt natürlich ganz gut dazu. Das ist einmal so an der Kasse Quengel-Artikel. Wenn man gerade die Lok und die Wagen zusammen für 1.000er kauft, dann kann man auch noch mal eben sowas mitnehmen. Und jetzt kommt hier eine schöne Doppelseite mit unserem Titelbild wieder, mit diesem, nennen wir mal Walfisch, ja, und zwar die Insider-Lokomotive. Baureihe 06 war die quasi größte geplante Dampflokomotive der Reichsbahn, die ja zu dem Zeitpunkt im Endeffekt eigentlich auch schon in dem Gedanken Dieseltraktion bzw. auch Elektrotraktion unterwegs war. Preis 629 Euro am Ende für den Insider. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das cool, brauche ich das, muss ich das haben? Also ich glaube, das Modell wird schon ein Koloss bei euch auf der Anlage sein. Ich bin jetzt allerdings noch nicht so 1000% überzeugt, dass ich sage, das muss man unbedingt haben. Dafür fehlen mir so ein paar Funktionen. Also ein paar Sachen sind ganz cool, wie man jetzt hier sieht, so diesen aufschiebbaren Kohlekasten und sowas. Und dann habe ich, glaube ich, einen dynamischen, genau, Rauchsatz mit geschwindigkeitsabhängigen dynamischen Rauchausstoß und Feuerbüchsenflackern. Das ist schon cool. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, zeigt an, wo geht's hin mit den Dampflokomotiven, auch im Bereich H0. Bei den größeren Spurweiten gibt es das ja schon länger. Was ich jetzt so ein bisschen schade finde, ist, dass man das in so eine voll verkleidete Lokomotive reingepackt hat. Ja, da hat man natürlich den ganzen Platz innen drin, aber ich glaube, auch wenn man sich so ein paar Sachen anguckt, das könnt ihr bei eurem Katalog selber viel besser, wenn ihr ranzoomt hier, an zum Beispiel dieses Gitter, das sieht einfach nicht so aus, als hätte man jetzt ein Gitter da reingesetzt in eine Öffnung in der Lokomotive, sondern als wäre das einfach in das Formteil reingedruckt quasi, dass hier ein Gitter sein soll oder so. Ist aber vielleicht auch nur der Eindruck hier von dem Ganzen. Vielleicht ist sie im Original viel cooler. Also mich haut die nicht so ganz vom Hocker. Muss ich leider sagen. Obwohl das total meine Epoche und mein Thema ist, abgesehen von Fred Hauen. Aber
Was mich viel, viel mehr quasi vom Hocker haut, ist das Wagenset passend dazu. Die finde ich mal richtig schick. Das sind in Summe 5 Wagen. Also so sieht das Ganze dann im Komplett aus. Seht ihr da unten den Zug oder drüber nochmal 3 von den Wagen. Und die sind wirklich komplett die ausgestattet. Also da habt ihr sogar hier einen Wagen mit so richtig coolen kleinen Leuchten dran, dass ich passende Zugschlussbeleuchtung hier habe. LED-Innenbeleuchtung, Helligkeit einstellbar der Innenbeleuchtung, Pufferkondensatoren, damit das nicht so flackert. Auch das eine Sache, die ewig mir gefehlt hat. Und 41 Figuren. Und wenn man die Figuren hier anguckt, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass man aus dem quasi Retro-Desaster bei dem Zeppelin gelernt hat. Die haben da zumindest normale Farben an. Vielleicht sind das auch wieder die Billigpreiserlein. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, wenn die jetzt nicht irgendwie grell orange oder grell lila angezogen sind. Also es war halt relativ unwahrscheinlich, hier steht Betriebszustand 1940. Das ist im Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich irgendwann zwischen dem Feldzug gegen Polen und vor den Feldzügen quasi Richtung Frankreich, vielleicht irgendwie in der Phase, wo man Richtung Norwegen oder so unterwegs war mit der Wehrmacht. Insofern, ich sag mal, vom Betriebszustand her, ich hätte jetzt vielleicht irgendwas vor dem Krieg gewählt, weil ich bezweifle, dass hier irgendwelche Soldaten drin sitzen als kleine Preiselein. Aber die Wagen sehen richtig cool aus und mir gefällt auch der Unterwagen hier unten mit diesen Leitern, die da drunter hängen. Seht ihr das hier so? Kleine Leitern. Das gefällt mir schon richtig gut. Was natürlich so ein bisschen die Herausforderung ist, wenn ich das mit Licht und allem anbiete als Hersteller, ich komme jetzt hier auf 459 Euro UVP bei 5 Wagen. Das sind also mal, ja, locker flockig. Doch, na, 100 Euro nicht ganz. Also es geht so Richtung 80 Euro langsam bei so einem Wagen hier. Dafür, dass ich jetzt hier nicht sonst was an Funktionen habe, sondern im Endeffekt einfach nur Licht, aber gut gemachtes Licht. Es ist kein günstiges Hobby. Ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, ja. Aber inhaltlich, ich finde, das ist ein absolutes Highlight. Also ich würde vielleicht sogar eher dazu tendieren, auch wenn das jetzt nicht passt, die Baureihe 65 von eben mit den Wagen zu nehmen oder so. Ja. Gefällt mir richtig gut. Was aber dann der Knaller ist an den Designer von dem Katalog, wenn man den live vor sich hat später. Also hier kommt das super Hightech-Mega-Set für die Insider für richtig viel Geld. Und dann blättert man einmal um, dann steht hier Premium. Seht ihr das? Da steht Premium Startpackung oben in der Ecke. Ja, Premium Startpackung. Und dann kommt hier so My World Plastik. Also ich glaube, das ist ganz cool, wenn man so direkt umblättert. Die Startpackung, 149 Euro soll die kosten. Das ist ja quasi so wie die Brio Holzeisenbahn aus Plastik. So von der Art her. Halt mit Motor und allem. Ich glaube, die ist ziemlich cool. Also da ist mega viel an Gleisen dabei. Wenn ich das richtig sehe, sind da 5 Weichen dabei, 2 Gleiskreise. Man kann also einen Doppelkreis haben, sodass 2 Züge fahren können. Man hat einen Güterzug und einen stilisierten Lind. Seht ihr hier? Dann haben wir dazu noch so einen Bahnübergang. Wir haben einen Tunnel und einen Bahnhof. Was will man da mehr? Also, und das für 150 Euro. Cooles Set, absolut. Da frage ich mich eher, wer hat denn hier geschlafen? Das soll ein ICE sein mit Batman-Design. Gut, ich habe keine Kinder. Wenn ihr jetzt Kinder habt und ihr schreibt mir unten rein und sagt, ja, so ein Batman-ICE ist das absolut das, was sich jedes Kind hier wünscht, dann nehme ich das natürlich zurück. Erstmal ist das für mich jetzt Humbug. Warum? Was soll das? Gibt es nicht, kann nicht ein weiß-roter ICE genauso cool sein für ein Kind? Sieht es den nicht viel öfter? Also wie oft fährt hier ein Batman-ICE durch die Gegend? Und dann, das finde ich eigentlich das Schlimme daran, da sind Aufkleber dabei. Hier sind 2 so Aufkleberbögen abgebildet. Und auf diesem Aufkleberbogen sehe ich alles, was auf dem Wagen drauf ist. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, das steht hier natürlich nicht so. Ja, seht ihr? Da, diese Aufkleberbögen hier. Dann ist es so, dass das einfach nur ein hellblauer, leerer ICE, TGV, whatever ist. Und den kann ich selber bekleben. Als Batman. Ja. Das finde ich nicht so cool. Da finde ich sowas viel besser. Themenwelt, Bauernhof, das hat doch was. Handfest.
können die Kühe was trinken, hat man so einen Wasserwagen. Hier Startpackung Farm, genau sowas meine ich. Das ist was, so kriege ich doch Kinder zu einer Märklinbahn, oder? So eine schöne Dampflokomotive, kleiner Traktor, ein paar Kühe. Und das für 99 Euro. Preis schwierig zu beurteilen jetzt für mich, aber sogar mit Rauchfunktion, das ist doch mal cool. Kalter Wasserdampf durch Vernebler, das ist mal richtig cool. Ja. So, genau, wer den Bauernhof nicht mag, der kann dann hier auch eine Baustelle haben als Kind. Kostet 89, weil ein bisschen weniger dabei ist, aber dafür kann man dann baggern und sowas. So. Und dann gibt es hier noch so Einzelgüterwagen, die gehen wir jetzt mal nicht durch. Was allerdings hier genau, nochmal der Tipp, leider hat man es jetzt gemerkt, wahrscheinlich hat man mein Video geguckt, hier, Kunststoffgleis Prellbock von MyWorld, der neue, den könnt ihr immer noch im Schattenbahnhof oder so verwenden, die könnt ihr an eure C-Gleise ja einfach so ranstecken, das geht. Und dann habt ihr da einen schönen Gleisabschluss, kriegt ihr für 5,99 drei Stück, ist ja auch im Schattenbahnhof oder so Latte, wie das aussieht. Aber guckt mal, ob ihr noch den alten bekommt. Der alte war nämlich der absolute Knaller. Bei dem alten habt ihr einfach einen ganz normalen Prellbock von Märklin bekommen. Plus so ein Endstück Gleis. Und da habt ihr drei Stück für 4,99 gekriegt. Das war der Deal des Jahrhunderts in dem Sinne. Ja, weil die konntet ihr einfach kaufen, hättet ihr auspacken können, die Prellböcke abschrauben, die weiterverkaufen fürs Dreifache. Ja. Aber das ist... Die Zeit ist jetzt vorbei, dafür könnt ihr das trotzdem immer noch als Abschluss verwenden auf einer normalen Anlage, da stört das auch nicht. Auch ein Tipp, wenn ihr jetzt Stumpfgleise habt im Schattenbahnhof am Ende und ihr wollt sicherstellen, dass niemals eine eurer Lokomotiven nach hinten raushaut als erstes. Ja, wenn ihr jetzt rückwärts fahrt, habt ihr Pech gehabt, aber dann kauft euch doch einfach mal so eine Packung hier MyWorld-Gleise und haut die am Ende rein. Das ist wie so ein Dauerstoppgleis. Könnt ihr dann zwar nicht ein- und ausschalten, aber so als Notfall... Ist das, glaube ich, ganz cool. Ja, ja, der Batman. Batmans rollende Basis. Achtung, Achtung, wir sind jetzt raus aus den Plastikschienen. Wir sind jetzt bei den echten Schienen, Startup. Und das ist auch die einzige bezahlbare Startpackung, die jetzt neu kommt. Und das ist für sich genommen jetzt eigentlich schon relativ traurig. Und zwar, hier ist der Preis jetzt ganz, ganz klein gedruckt. So sieht das aus. Das ist so ein Zug, soll das sein, mit Batman und Joker als Figur. Dazu habt ihr dann einen Gleiskreis mit zwei Weichen, soweit alles Chico. Das Startup-Steuergerät. Und ja, dann gibt es da noch so ein paar Wagen dazu. Ich verstehe jetzt schon grundsätzlich den Gedanken und wahrscheinlich ist es Kindern auch egal, wie die Lokomotive aussieht. Vermute ich jetzt mal. Nur was ich jetzt nicht verstehe, rein gedanklich, man hätte aus diesem Thema ganz viel machen können, so richtig viel, so richtig, richtig viel, indem man zum Beispiel hier nicht so eine Lok da drauf gesetzt hätte, sondern wenn man das Fahrwerk unten einfach so lässt, wie es ist, und dann packt man da oben drauf ein Bettmobil aus Plastik. Dann habt ihr ein Bettmobil, was auf Schienen fahren kann, das fährt wahrscheinlich viel mehr als diese komische Lok. Und dann könntet ihr als zweite Startpackung oder Ergänzungspackung vielleicht dem Joker auch seinen eigenen Zug geben und dann können die beiden sich da verfolgen und so. So ist das jetzt einfach nur eine Henschel DHG 500 mit einem Batman-Aufkleber drauf oder Aufdruck. Also, ja, der Gefängniscontainer kann geöffnet werden. Kosten soll das Ganze 200 Euro, weil es ja ein DC, Warner Brothers, whatever Thema ist. Das heißt, man muss schön Lizenzgebühren abdrücken. Ja, ihr merkt schon, ich bin da jetzt nicht so der Fall. Ich verstehe es nicht. Ja? Also ich glaube hier, die göttliche Amazone, der ganz oben, den gönne ich mir vielleicht mal nur zum Spaß hier. Aber was ist denn ein Kühlwagen Wonder Woman? Oder ein Containerwagen The Flash? Ich finde das schon eine gute Idee, dass man Kinder irgendwie anlockt und sagt, hey, das ist Modellbahn, das ist was Cooles, hier hast du deinen Wagen. Aber warum nimmt man denn einen Kühlwagen Wonder Woman? Kann man da nicht irgendeinen Wagen gestalten, der was kann, wo das Dach aufklappt oder sowas? Genau das gleiche bei Flash hier mit so einem Container. Das sind einfach so Standardwagen, die anders bedruckt sind. Und das finde ich schon so ein bisschen traurig. Auch hier der grüne Magier.
Und dann ist das so ein Standard-Güterwagen, weil den hat man ja halt eben und den macht man dann irgendwie in grün und stellt so eine Figur dazu. Das kommt mir so ein bisschen einfallslos vor. Ich glaube, man könnte aus so einem Thema richtig was machen. So. Man hätte auch das Thema Jim Knopf und Emma und sowas hätte man auch anders aufziehen können, wenn man nicht immer nur so Standardwagen dranhängen würde. Ne? Naja, gut. Also es gibt übrigens auch für Kinder, welche habt noch hier so einen Mini-Club? Mini-Club war schon belegt, deswegen heißt das Ganze Startup Club. Ja. So, und jetzt der nächste harte Cut. Jetzt geht es nämlich so weiter auf der nächsten Doppelseite. Und da seht ihr schon wieder was richtig Schönes. Also, wer ein Freund ist von so Gesamtzügen, die so ein bisschen älter sind, der hat, glaube ich, seinen Spaß hier schon. Und zwar ist das eine Gesamtpackung Bayerisches Schmankerl, soll sie heißen. Bayerischer Schnellzug. Die besteht, hier sieht man das mal komplett, aus der Lokomotive, Gepäckwagen und eben 4 Personenwagen hier. Die Lokomotive, jetzt ist natürlich in der Digitalversion das schwierig, die mal komplett drauf zu bekommen, weil die so über 2 Seiten geteilt ist. So sieht die aus. Ich finde, das ist einfach ein hammerschönes Teil. Optisch absolut Sahne. Mir gefällt das richtig gut. Man hat unten das Rot, man hat dann dieses Grün. Das ist nicht so der Klassiker von den Farben, weil sonst hat man immer dieses Schwarz-Rote. Und dann gibt es hier die passenden Wagen dazu. Die finde ich auch in dieser grünen, cremeweißen Darstellung hier wirklich schick. Ja, also die gefallen mir schon. Wo ich jetzt sage, da hat man ein bisschen gepatzt. Es ist limitiert auf 1500 Stück. Die Lokomotive hat alles an Pipapo. Aber nach dem, was ich hier rausgelesen habe, haben die Wagen nichts. Gar nichts. Also kein Licht, keine Rücklichter am Ende und sowas. Warum denn nicht? Das wäre doch alles möglich gewesen. Insbesondere der UVP von diesem Set liegt bei 1000 Euro. 999 Euro. Da wäre doch eine Innenbeleuchtung in den Wagen drin gewesen. Und dann hätte man so ein richtiges Sahneset. Und jetzt habe ich hier wieder quasi, ach, da kannst du Innenbeleuchtung nachbauen oder wie? Für Tausende. Also du kaufst dir für 1000 Euro hier dieses Zugset, denkst du hast das Beste von der Welt und dann fehlt dir die Innenbeleuchtung. Das sind so diese kleinen Sachen. Das sind ja Centbeträge, das kostet ja nicht viel. Was ganz nice ist, ist hier, es gibt eine Inneneinrichtung in der Lokomotive. Die scheint vom Niveau her jetzt so. Also die ist besser als das, was es bisher gab, weil es farbig abgehoben ist. Wir sind noch nicht auf dem Niveau von Bachmann Lilliput und so. Schaut da mal rein auf deren Homepage, die haben auch manchmal Bilder, was die an Innenraum machen. Gerade diese englischen Lokomotiven, das ist ein Knaller. Kann ich euch sagen, das ist echt ein Knaller. Aber wir sind auf dem Weg mit den Lokomotiven hier. Es wird besser. Und nach dem vorherigen habe ich gesagt, diesmal ist was für Freunde, Dampflokomotive mit Personenwagen. Gibt schon wieder so ein Set. Diesmal als Startset, Kostenpunkt UVP 429. Das sind ungefähr 50 Euro mehr als bei den Startsets, die man jetzt vorher hatte. Also wo man gesagt hat, zum Beispiel dieses Gleis 1 Startset. Auf der anderen Seite bekommt ihr hier allerdings 3 Personenwagen. Das entspricht dem, was ihr in Güterwagen bei der 29074 zum Beispiel hattet. Da habt ihr auch 3 Güterwagen. Aber wir haben eine Lokomotive mit Licht und Sound. Und vorher gab es die eigentlich immer nur mit Licht. Also die 29074, Baureihe 74, war nur mit Licht, ohne Sound. Hier ist quasi die 36244, also die Baureihe 24, als Lokomotive dabei, allerdings ohne Rauchsatz. Das ist wieder so eine Sache, das verstehe ich nicht. Ne? Da hast du hier diese schöne Lokomotive, die es ja auch einzeln im Klassikerprogramm gibt. Ich vermute mal, dass es jetzt quasi dasselbe Modell sein wird. Und dann lässt man hier den Rauchsatz weg. Also man hätte ja das gleiche Modell einfach nehmen können. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das so günstiger ist bei MacLean, als zu sagen, wir haben einfach die normale Lokomotive, die kostet um die 200. Wir packen eine Mobile Station drauf, 3 Wagen und einen Gleiskreis. Dann habe ich für 429 Euro einen reellen Mehrwert gegenüber dem Einzelkauf, muss man ganz klar sagen. Und ich bin gut ausgestattet zum Start. Also ich glaube, das wird ein cooles Set, muss man ganz klar sagen.
Aber ich verstehe nicht, warum man nicht einfach genau dasselbe nimmt. Was mir jetzt persönlich für ein Startset schon wieder ein bisschen zu teuer ist, ist das nächste hier. Das soll 600 Euro kosten. Und da ist im Endeffekt eine größere Elektrolokomotive drin, plus auch wieder drei Wagen. Hier jetzt von der Schweiz, also der Schweizer Güterzug mit der RE 620. Ich glaube, dass 559 Euro jetzt für so ein Set zum Start schon eine Ansage ist, weil da ist nicht mehr drin als bei dem anderen. Ich habe drei Wagen, ich habe eine Lokomotive. Hier ist es halt eine Schweizer Elektrolokomotive. Also ich glaube, das Set wird, außer die Lokomotive ist jetzt für viele von euch der Mega-Hit hier, aber die kann auch nichts Besonderes. Sage ich euch auch, das ist ganz normal. Führerstandsbeleuchtung, Fernlicht, Maschinenraumbeleuchtung. Die, in Anführungszeichen, Standardfunktion bei einer modernen Elektrolokomotive jetzt von Märklin. Ja. Also das Set ist mit Sicherheit gut, aber ich glaube, dass es im Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem anderen nicht ganz mithalten kann. So, dann haben wir hier eine Neukonstruktion, und zwar haben wir hier so ein kleines Wagen-Set als nächstes. So sieht das aus. Da ist, glaube ich, die größte Neuerung, man kann die Schiebedächer öffnen, aus Metall sind, das ist, glaube ich, ganz cool. Und die vier Wagen, die drin sind, hier kosten dann 179 Euro. Hm. Ja, wir müssen uns da, glaube ich, dran gewöhnen. Ansonsten aber, glaube ich, ganz nice vom Set her. Und dann neben der 65 mein zweites Highlight jetzt hier, die Baureihe 52 ist das, ja? Ja, genau. Neukonstruktion, Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. Das ist jetzt, glaube ich, keine wirkliche Neukonstruktion. Das gab es vorher eigentlich auch. Aber wir haben eine Führerstandsbeleuchtung. Das ist auf jeden Fall cool. Und ich mag die Lokomotive eigentlich einfach so, wie sie ist. Gerade weil es bei der 52 sich ja um so eine reduzierte Baureihe handelt. Das heißt also im Endeffekt eine Vereinfachung einer Lokomotive. Und insofern hat das was. Ja, und es wurden halt unglaublich viele davon gebaut. Das ist noch der zweite Punkt. Ja. Dann gibt es nächste Dampflokomotive. Also ihr merkt schon, irgendwie ist so der Anfang hier sehr dampfig heute. So sieht die aus. Und zwar ist das die Baureihe 56. Also eine ehemalige G81. Ja, von der Reichsbahn soll die sein, glaube ich. Genau, von der Reichsbahn der DDR. So, was ist neu? Es gab die noch nie mit Windleitblechen und mit der Rauchkammertür. Ja, okay, genau. Ansonsten hat die jetzt auch keine Besonderheiten, wenn man das mal sich so betrachtet, was so sonst die Lokomotiven hier so haben. Von Märklin ist das eigentlich eine Standardausstattung. Sie hat auch wieder keinen Rauchsatz drin. Es gibt hier allerdings Schiebebilder. Dann kann man entscheiden, ob man jetzt die ob man hier quasi dieses Lokbrigade Fritz Reuter da anbringen will. Ja, muss man mal überlegen. Ich glaube, also ich bin kein Freund. Ich würde nichts mit Schiebebildern, das ist schon wie so Aufkleber oder so. Also wenn, dann sollte so eine Lokomotive halt fertig sein in so einem Zustand. Ja. Genau. Dazu wird empfohlen ein Tricks-Wagen-Set. Und dann haben wir hier die Baureihe 75.4. Warum ist die denn jetzt hier? Die kostet 399, ist also ein bisschen günstiger. Mir ist jetzt nicht ganz klar, warum ist das eine Neuigkeit? Hatten wir die nicht letztes Jahr schon mal irgendwie? Oder vorletztes Jahr? Es kommt mir so vor. Baureihe 75.4. Was ist hier dabei? Jo, eigentlich auch nichts Hyperspezielles. Also Ausstattung wie bei den anderen auch, denke ich mal hier. Wir haben keine Führerstandsbeleuchtung in diesem Fall, interessanterweise. 399 ist auch ein bisschen günstiger. Also tatsächlich, das finde ich positiv, weil bei den Preisen, man kann anhand des Preises auch schon so ein bisschen die Ausstattung abschätzen. Also zumindest bei den Dampflokomotiven und so hat man nicht das Gefühl, dass Märklin jetzt einen Standardpreis raushaut, egal was drin ist, sondern der Preis reflektiert schon in gewisser Weise auch den Funktionsumfang. Genau, dann gibt es hier für alle Jäger und Sammler unter euch wieder unterschiedlichste Wagen, die gab es alle schon mal, allerdings mit anderen Betriebsnummern.
finde ich persönlich hervorragend, dass die dann mit anderen Betriebsnummern hier wieder auftauchen, sodass man sich einen schönen Zug mit der Zeit bauen kann und dadurch eben auch, ja, jetzt nicht doppelt den gleichen Betriebsnummern hat, wenn man da Wert drauf legt. Es gibt Leute, denen ist das vollkommen egal. Ich finde das immer ganz gut zu wissen. Also ich gucke mir die auch nicht an, die Betriebsnummern, aber wenn ich weiß, die haben unterschiedliche Betriebsnummern, fühle ich mich besser. Insofern ist es okay. Preise, ja, zwischen 33 und 42 für einzelne Wagen. Und es dampft immer weiter. Also hier wird heute gedampft und gedampft und gedampft. Wir haben die Hälfte der Neuheiten hinter uns und bisher eigentlich nur Dampf gesehen. Finde ich persönlich ja sehr cool, aber ich weiß, dass viele von euch auch andere Sachen gerne mögen. Und zwar ist das hier eine Baureihe 38, mal wieder, die gab es ja jetzt relativ häufig in den letzten Jahren. Die wird immer so ein bisschen weiterentwickelt hier. Also hat ein paar Formänderungen jetzt und soll 489 kosten. Was jetzt hier persönlich mir immer noch sehr gut gefällt bei der Lokomotive, dass das neu dabei ist, ist das Thema Führerstandsbeleuchtung und das Feuerflackern. Das hat meine 38, die ein ganz, ganz bisschen älter ist, leider nicht. Das tut mir persönlich noch immer weh. Das wäre sehr cool, wenn sie es hätte. Aber ich glaube, man kann es auch nicht leicht nachrüsten. Ja, also, bestimmt ein cooles Modell, wer sie mag. Soll jetzt auch mit sogenannten Indusi-Kasten sein an der Seite. Wem das wichtig ist, dass die Baureihe 38 das hat. Dass man also, ich glaube, Epoche 4, ne? Genau, dass man Epoche 4 gerecht ist und mit der Lokomotive hier, der sollte das mitnehmen. Dann ist das jetzt, glaube ich, auch so eine quasi Wiederauflage. Das nächste, Baureihe 290, die gab es ja in Rot, jetzt ist sie blau. Man hat diesen Lokführer, der sich mit der Fahrt dreht und man hat die neuen Telex-Kupplungen vorne und hinten. Preis 359. Wir haben ja die kleine Köf mit den Telex-Kupplungen, habe ich euch hier vorgestellt, jetzt letzten Sommer. Insofern, ich glaube schon, dass das cool ist mit den Telex-Kupplungen, mit dem drehenden Lokführer und sowas. Und wer es dann in Ozeanblau, wie die Farbe so schön heißt, mag, der ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. 359 Euro ist auch eher so der, sag ich mal, Standardpreis für MacLean, ja. Ja. Schönes Bild übrigens hier auf der Drehscheibe. Das müsste die gealterte von Sepp sein. Wenn ihr die Videos nicht kennt, sind auch cool, wo er die Standard-MacLean-Drehscheibe zu dem macht, was sie eigentlich sein sollte, optisch. Und dann wird es so ein bisschen spezieller und jetzt geht es jetzt viel um VW. Und zwar gibt es von VW so bestimmte Containertragwagen, nenne ich sie mal. Und zwar hat VW, bevor die normalen Container so als Standard aufkamen, eigene Container entwickelt. Die haben sie nicht Container genannt, sondern, was waren das? Normierte Behälter. Ja, also auf gut Deutsch eine Art eigene Container. Da waren Motoren oder Getriebe drin. Ein cooles Stück deutscher Industriegeschichte. Auch wenn es eigentlich nur ein Standard-Containerwagen ist, optisch so. Ja, aber hat was. Definitiv. Wenn man sowas denn fahren mag. Und jetzt gibt es auch den Rückweg dazu. Und zwar passend die Autotransportwagen. Da müsste man natürlich gucken, wenn man die dann vor sich hat, ob die tatsächlich wirklich auffällig besser sind als die älteren Modelle, die es schon gibt. Ich glaube, die sind ein bisschen detaillierter. Aber ihr findet diese alten Autotransporter von der Art her auch massenweise bei eBay zum Beispiel. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie groß der Unterschied ist. Weil hier kostet ein so ein Set aus zwei Wagen 139 Euro. Und ob man die da abfährt, muss man mal gucken. Was natürlich jetzt hier als Ganzzug mal gar nicht passt, die Motoren und Getriebeteile in den Containern hinten mit den fertigen Autos zu transportieren. Ich glaube nicht, dass die in die gleiche Richtung fuhren. So, dann haben wir wieder Wiederauflagen mit neuen Betriebsnummern. Und zwar die größeren diesmal. Gedeckte Güterwagen zwei Stück und ein Containertragwagen. 37 bzw. 72 der große. Auch wieder andere Betriebsnummern. Insofern, das macht Sinn. Und jetzt kommen wir schon. Tada! Zirkus Busch, der DDR-Staatszirkus. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob der besonders gut oder besonders schlecht war.
Da gibt es auf jeden Fall ein schönes Wagenset, passend auch zu dem kleineren MHI-Set. Hier sind in Summe dann dabei, und zwar 4 Wagen. So sehen die aus. Einmal die mit den jeweils 2 Wagen drauf und einmal mit einem Wagen plus einem Traktor. Ich glaube, das ist ein ZT, oder? Genau, ZT304 heißt der Traktor. Wer es lesen kann da. Das ist der Traktor ZT304. Und dann gibt es passende Niederbordwagen der Deutschen Reichsbahn der DDR. Betriebszustand Ende der 1980er Jahre. Und dann hat man von Preiser diese ganzen kleinen Wagen. Also so ein Zirkuszug finde ich immer ganz cool. Der hat was. Soll in Summe kosten 289 Euro. Und dazu kommt dann noch der MHI-Wagen. Die 45041 ist hier auch nochmal aufgeführt. Das finde ich wirklich, also diese Zugzusammenstellung hier unten, das gefällt mir schon, dass man das da immer mitliefert. Ja. Die Wagen sind halt so Standardwagen. Also wegen der Wagen würde ich das jetzt nicht kaufen. Deswegen sehe ich die 289 in dem Fall jetzt auch tatsächlich mal kritisch, weil das sind wirklich diese Standardwagen. Davon habe ich schon hier, glaube ich, 9 oder 10 in Friedhauen mit DSB draufstehend. Und das sieht hier exakt genauso aus. Ja, sind 2 unterschiedliche Typen, glaube ich, an Wagen, die man hier bekommt. Aber so richtig von den Socken reißen einen die Wagen nicht. Das, was aufgeladen ist, ist schon ganz cool. Ja. Jetzt gibt es endlich mal nicht mehr Dampf. Und ein Punkt, den ich persönlich auch sehr spannend finde. Und zwar haben wir wieder einen schnellen Zug. Und zwar ist das ein Regionalzug hier, wie ihr sehen könnt. Das ist der Nürnberg, Ingolstadt, München. Der wird bewegt von der passenden Lokomotive dazu, Baureihe 101, also auch so ein Klassiker der deutschen Lokomotiven, kann man schon fast sagen. Ist ja der mehr oder weniger direkte Nachfolger der 103 gewesen. Und die soll auch wieder kosten 359, hat auch wieder nichts Besonderes. Das Schöne ist, hier wird auch nicht angegeben, es wäre irgendwas Besonderes dabei. Es gibt Führerstandsbeleuchtung, Digitaldecoder MFX Plus, Antrieb auf allen Achsen und kulissengeführte Kupplung. So, und dann gibt es hier noch das Übliche mit Fahrgeräuschen und Fernlicht, Rangiergang und solchen ganzen Sachen. So. Also ich glaube, die Lokomotive ist eigentlich könnte die ein Klassiker sein. Das wundert mich, dass man die jetzt schon nicht als Klassiker klassifiziert hat. Die gab es ja mal, diese, oder gibt es die noch? Sind hier nicht drin. Also letztes Jahr gab es die noch, Märklin Klassiker sollte es dauerhaft geben. Dieses Jahr sind sie nicht mehr mit dabei. Das hier wäre einer dafür, denke ich. Ist aber in Summe mit diesem Regionalwagen-Set hier aus 4 Wagen aus meiner Sicht ein sehr, sehr schöner Zug. Einerseits optisch mit dem Rot-Hellgrau, aber auch, und jetzt kommt es eben, und zwar sind die Wagen innen drin alle neu gestaltet, sind alle mit LED-Innenbeleuchtung und in dem Steuerwagen ist wieder alles schaltbar. Also Führerstandsbeleuchtung, Fernlicht, das Pult ist, glaube ich, auch getrennt beleuchtbar oder das war woanders nicht. Ich glaube, das Pult ist hier nicht beleuchtbar. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Jetzt ist es aber auch bei den neuen Wagen hier, wie bei den alten, so, dass man inzwischen tatsächlich hier, wenn man so ein Wagenset kauft, schon tief in die Tasche greifen muss. Das sind ja Preise gewesen, die man früher jetzt nur von Lokomotiven kannte. Also auch hier das Set aus 4 Wagen, 429 Euro. Heißt UVP umgerechnet etwa 100, ein bisschen über 100 Euro quasi für einen Wagen. Das ist kein Schnäppchen, aber es wird ein schöner Zug in Summe. Das muss man auf jeden Fall hier sagen. Und ihr könnt dann, wenn euch das nicht reicht, immer noch weitere Wagen dazuhängen. Ich weiß nicht, ob es eine Maximalbegrenzung geht. Das steht hier nicht. Also es gibt wahrscheinlich eine technische Grenze, was der Steuerwagen leisten kann an LEDs. Da vermute ich mal einfach, dass bei 20, 30 Wagen irgendwann Schluss ist. Vielleicht hat mal jemand Lust, das zu prüfen. Also es gibt ja durchaus YouTuber, die so lange Züge machen oder so. Vielleicht hat da mal irgendeiner, wenn es die dann irgendwann gibt, diese Wagen, Lust mal zu prüfen, wie viele kann denn dieser Steuerwagen versorgen, bis er in die Knie geht.
Aber ich glaube, das ist ein cooles Set. Nur man muss sich wirklich davon verabschieden, dass man sagt, ich kaufe jetzt mal diesen Monat noch einen Wagen und nächsten Monat noch einen Wagen, sondern ihr müsst euch eine Liste machen, sagen, ich möchte jetzt hier dieses Jahr einen neuen Regionalzug und dann habt ihr 179 für die beiden Zusatzwagen, ihr habt, was waren das, 429 hier für die normalen Wagen, da sind wir schon bei knapp 600, das ist schon eine Ansage. Und dann kommt noch die Lokomotive dazu, da bin ich bei 1000 Euro. UVP. Ihr kriegt es natürlich günstiger, dann gibt euer Händler noch einen Rabatt, weil ihr so nett seid und so. Aber dann zahlt ihr vielleicht effektiv statt eben 900 irgendwas für das Ganze 800, 750, irgendwie so. Und das ist schon eine Ausgabe, rechnet das mal auf einen Monat runter. Also insofern, es ist nicht mehr so, ich kaufe mir jetzt jeden Monat einen Wagen, sondern ihr müsst schon geplant das Ganze machen. Ich verstehe auch die Logik dahinter. Klar, ich verstehe die Logik dahinter, weil es ist natürlich auch von der Logistik sowohl für Märklin als auch für den Händler deutlich einfacher, wenn ihr einmal so ein Set bestellt und dann komplett für 700, 800 Euro eben ein so ein Set kauft oder für 1000 Euro und dann einen kompletten Zug habt, als wenn ihr das alles einzeln zusammenkauft und dann sagt, ja, dann kaufe ich mir jetzt einen Wagen und dann wieder einen Wagen und dann wieder einen Wagen und dann wieder einen Wagen. Ja. Also ich verstehe das schon, dass man da möglichst wenige große Transaktionen haben will. Ich glaube aber, dass das auch Leute einfach davon abhält, das Thema zu erweitern. Also wenn ihr euch so ein Zugset gekauft habt für 449, nehmen wir mal das von vorhin, sagen, da gab es ein bisschen Rabatt, habt ihr für 390 gekauft. Und jetzt wollt ihr den nächsten Personenzug euch dazu holen und euer nächster Zug kostet euch jetzt schon mehr, als das Startset mal gekostet hat. Und es gibt ja auch keine wirklich günstigere Variante. Also wir sprechen ja hier von den Neuheiten, die jetzt hergestellt werden. Und jetzt kann ich noch die Start-up-Wagen nehmen oder die Donnerwürxen, glaube ich, aus den Klassikern. Und das war's. Mehr gibt es ja im Regelfall nicht, was nicht schon vorbestellt und weg ist. Und dann ist die Erweiterung halt schon schwierig. Also was mir hier fehlt, ist so ein ja, mittelteures Wagenset, muss man ganz, ganz klar sagen. Ja. Es gibt, das ist das Nächste, deswegen springe ich da auch so drauf an, dann in der Intercity-Beleuchtung hier die die Baureihe 146.5 in dem Fall, also eine relativ neue Lokomotive auch. Ich habe euch die 146.2 auch mal vorgestellt, vor gar nicht so langer Zeit im Dezember. Hier jetzt eben in einer anderen Darstellung, 349 Euro. Mir erschließt sich nicht, warum die jetzt günstiger ist als die 101, weil die können dasselbe. Aber wahrscheinlich, weil weniger rote Farbe drauf ist, weiß es günstiger oder so. Theoretisch könnten die dasselbe kosten. Also warum jetzt hier diese Lok 349 kosten sollen, die andere 379, vierachsige Lokomotiven, mehr oder weniger aus derselben Schmiede, mit denselben Funktionen. Gute Frage. Ja. Und dann gibt es da passend zu Wagen, und zwar diese Intercity-Doppelstockwagen hier. Ist ein bisschen eine Fortführung wahrscheinlich von dem Modell, was es jetzt auch schon gab, öfter in anderen Farbgebungen. Also die Doppelstockwagen werden wahrscheinlich hier einfach wiederverwendet. Allerdings diesmal, im Gegensatz zu den dänischen, die es im letzten Jahr ja angekündigt gab, diesmal hat jeder Wagen Innenbeleuchtung und der Steuerwagen hat dazu dann nochmal die, sag ich mal, Endbeleuchtung bzw. Spitzenbeleuchtung und die Führerstandsbeleuchtung. Interessanterweise kann man diese jetzt hier wiederum alle einzeln kaufen. Also die könnt ihr für 109 Euro einzeln kaufen. Ihr braucht aber auf jeden Fall hier für 159 diesen Steuerwagen. Ohne den geht nämlich gar nichts. Also wenn ihr nur einen kaufen könnt, dann kauft den hier. Und dann könnt ihr euch ab da quasi weiter hocharbeiten und sagen, ich kaufe mir jetzt noch den Wagen mit der Ordnungsnummer 2, 3 und so weiter. Es steht hier, dass die in der Reihenfolge verwendet werden müssen. Das heißt, ihr müsstet die auch in der Reihenfolge kaufen. Also wenn ihr jetzt zum Händler fahrt oder online bestellt und ihr wollt nur den Schlusswagen und den Wagen Nummer 3 oder den Wagen Nummer 5, dann müsste der euch eigentlich sagen, nimm mal den Schlusswagen und den Wagen Nummer 2. Angeblich soll das sonst nicht funktionieren. Innenbeleuchtung funktioniert nur im Verbund mit dem Doppelstock-Steuerwagen und kann über den
Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Dazu ist eine definierte Fahrzeugreihenfolge vorgegeben. Ich verstehe noch nicht den technischen Hintergrund, warum diese Wagen in dieser Reihenfolge hier gesteckt werden müssen. Das würde mich tatsächlich, wenn das einer von euch weiß, mal echt interessieren, weil wenn da einfach nur Innenbeleuchtung drin ist, warum sollen die eine Reihenfolge haben? Aber vielleicht hat das was mit den Widerständen zu tun oder so, die hier verbaut sind. I don't know. Aber wichtig ist, kauft das in der Reihenfolge. Ansonsten, wenn ihr auf so einen Intercity-Doppelstockwagenzug Bock habt, hier könnt ihr euch wirklich stückweise hochkaufen. Das geht bei allem anderen hier nicht. Insofern gut gelöst. Auch wenn ich das mit dieser vorgegebenen Reihenfolge noch nicht ganz verstehe. Und ich verstehe auch nicht, warum man jetzt diesen Zug hier einzeln kaufen kann, pro Wagen, und die anderen nicht. Aber das ist ja auch nicht mein Job. Dafür gibt es Leute, die machen das beruflich. Die haben den Katalog designt. So, dann gibt es hier so ein paar Standardwagen. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller drüber. Und zwar ein Bierkühlwagen, einen Schiebebandwagen und einen Schiebeplanwagen. Ich denke mal, das sind alles drei, wenn ihr die haben wollt, gute Modelle. Dann gibt es hier noch weiter Doppelcontainertragwagen. 109 Euro ist natürlich auch schon wieder eine Ansage, einfach nur für einen Doppelwagen. Das ist ein Wagen, ja, der hat in der Mitte quasi ein gemeinsames Drehgestell hier. Seht ihr das da? Der kostet so viel wie jetzt so ein Personenwagen mit Beleuchtung. Genau, Druckgaskesselwagen gibt es jetzt und dann einen normalen Tankwagen. Sind, glaube ich, alles. Genau, Wiederauflagen steht hier auch. Wiederauflage mit neuer Betriebsnummer steht hier auch wieder. Dann noch dieser moderne Schiebewandwagen der Bundesbahn hier. Oder, sorry, der Deutschen Bahn AG. Das Ganze ist nämlich Betriebszustand 2010. Sorry. So, dann gibt es noch einen Kesselwagen wieder. Und noch einen Schiebeplanwagen. Also da muss man sagen, von der Menge her werden wir hier nicht liegen gelassen. Das ist Hammer. Wir sind jetzt bei Seite 75. Wir haben 50 Minuten rum. Wir machen jetzt mal einen Cut. Ja, das ist ungefähr die Hälfte. Dann machen wir hier mal Schluss. Insofern, wenn du bis dahin dran geblieben bist, vielen, vielen Dank. Es gibt einen Zweitteil. Da kannst du jetzt direkt dranbleiben. Der ist hier verlinkt. Das heißt, also einfach da klicken und dann geht es direkt mit dem zweiten Teil weiter. Wenn du jetzt sagst, das hat mir jetzt an Neuigkeiten absolut gereicht. Ich fand dein Video cool, aber ich will was anderes sehen. Abo-Button und zweites Video. Also, gerne bis gleich und ansonsten bis bald. Macht's gut. Ciao.